Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Uffenheim. 2017, erste Sondervorführung Sonntagmorgen. Gestern haben wir Afrika gehabt, viel Staub. Heute haben wir halt ein bisschen mehr Wasser und Schlamm. Die Zuschauer in der ersten Reihe, halten Sie sich an Fluchtweg nach hinten mal ein bisschen frei, weil das könnte sein, dass ein bisschen spritzt. Wir werden jetzt erst einmal schauen, wie die Strecke befahrbar ist. Mit einer zusätzlichen Sondervorführung eines Bergebander Schlammschieben. Also ich kann auch mal gleich einen Aufruf starten, wer heute Nachmittag noch Zeit hat zum Panzer sauber machen, der darf da bleiben. Das braucht man der Reiz drunter. Wenn die weg sind unter, ja. Wenn sie rüber vorne sind, dann kannst du schon mal hinterherum reinlassen. Der Bergeleo wurde jetzt angefordert, um das liegen gebliebene Fahrzeug, das Gepard hier, abzuschleppen. Der Bergepanzer das Fahrzeug erst einmal auf anderes Gelände zieht. So, er fährt jetzt sein Stützschild aus. Vorhin war es das Räumschild, jetzt ist er als Stützschild. Und er zieht das Fahrzeug aus einem richtig schlammigen Weltgelände raus. Also heute wird die Bremse beim Überlassen. Ja, noch einmal der Hinweis, wer dann bis zur zweiten Vorführung da bleibt. Vorne im Casino gibt es dann Würstle, Steaks, Kaffee und Kuchen. Alles recht lecker. Ich habe das mit den Kuchen schon mal nacheinander durchprobiert. Ich kann sie alle empfehlen. So, aus dem Verfügungsraum ist ja das Versorgungsfahrzeug schon von hinten her gefahren, ein MAN 5 Tonner. Das Fahrzeug hat einen V8 Deutz Dieselmotor mit 256 PS, ist ungefähr noch mal, die auch hier im Museum steht. Die Entwicklung begann bei KHD Büssing, Krupp und Henschel unter der Führung von MAN. Letztendlich wurde ein Serienauftrag vergeben 1975 an die Firma MAN, die diesen MAN 5 Tonnen Militär GLK 1A1 gebaut hat. Diese Fahrzeuge werden bis heute in modernisierter Art noch eingesetzt. Es gibt sie auch in vielen anderen Armeen, so wurden sie in Österreich unter der Bezeichnung ÖAF gebaut. Insgesamt haben diesen MAN 13 Nationen im Einsatz. Also letzten haben wir in Namibia welche gesehen, genau von dieser. Der Bergeleo hat jetzt seinen Kran ausgefahren. Theoretisch muss er jetzt natürlich erst einmal das alte Triebwerk rausziehen aus dem Gepard.
Das machen wir jetzt natürlich nicht in dem Dreck. Vor wenigen Wochen haben die das noch gemacht. Diesen schlammigen Untergrund ist es nicht so einfach, das Fahrzeug in der Spur zu halten. Willst du? Willst du? Naja, jetzt geht's alle aus.